Ja, wir sind in Grafenegg. Grafenegg steht für hochkarätige Musik und auch Kulinarik. Sie haben sich sowohl mit den Komponisten als auch ihren Essgewohnheiten beschäftigt. Gibt es so ein paar Kuriosita sozusagen, von denen Sie uns berichten können, sei es vom Mozart, sei es Rossini, was auch immer? Naja, faszinierend bei Mozart war für mich, dass er zum Beispiel sich während eines Aufenthalts in Mailand bei einer Bekannten aus Salzburg, die dort verheiratet war, mit einem Adeligen Leberknödel mit Sauerkraut bestellt hat und einen Fasan. Und er war so begeistert von diesem Gericht, dass der Leopold Mozart, das ist sein Vater, das ganz stolz nach Salzburg berichtet hat, dass sie Leberknödel mit Sauerkraut in Mailand gegessen haben. Faszinierend ist auch das letzte Gericht, das dokumentiert ist, also das Mozart in einem Brief erwähnt, das ist dieser Hausen, das ist ein Stör gewesen, den es damals noch in der Donau gab, also damals, also in dem Fall 1791, gab es in der Donau noch Störe mit 8 Meter Länge und die wurden bis zu einer Tonne schwer und Mozart hat sich im Oktober 1791 von seinem Diener sozusagen aus dem Wirtshaus ein Stück Hausen bringen lassen. Es gibt noch Dutzende andere Gerichte, die in den Briefen erwähnt sind und man kann also schon sagen, dass Mozart sehr großen Wert auf gutes Essen gelegt hat. Was kochen Sie persönlich am liebsten für sich selber? Das kommt darauf an, ich habe ein Repertoire von ca. 10 bis 15 Gerichten, die werden variiert und natürlich kommt immer wieder irgendwas dazu, aber ich habe sehr viel nachgekocht, was jetzt also zum Beispiel von Mozart erwähnt wird. Also in einem seiner Briefe oder in mehreren Briefen werden Capone erwähnt, also Capone gegessen, das sind die kastrierten Hähne, mit Trüffeln glaube ich sogar und mit gefüllten Kalbsfaschierten. Und diese Sachen habe ich zum Beispiel nachgekocht oder Melonen, die paniert werden, ja, und lauter solche Sachen, also die für mich eher exotisch sind, das habe ich nachgekocht. Und ich persönlich esse sehr gerne Fisch, darum sind wir hier vor diesem tollen Fischgemälde. Ich würde gerne mal einen Bruchteil von diesen Fischen persönlich fangen wollen. Ja. Also ich angle gern, aber ich bin kein Sitzangler, also ich angle nicht nach Karpfen, sondern ich angle am Fluss. Und ich esse liebend gern, also gebratene Forellen mit Kartoffeln und dazu ein Riesling. Und dann gibt es ein paar andere Gerichte, also ich mache gern zum Beispiel Apfelstrudel und solche Sachen. Ja. Letzte Frage, hören Sie Musik beim Kochen? Ja, ja, natürlich. Und zwar quer durch den Gemüsegarten sozusagen. Also ich höre sowohl Hip-Hop aus Südafrika als auch ab und zu ein Stück von Mozart oder Rossini. Also bei mir geht es da wie beim Kochen. Es wird ziemlich viel durcheinander gemischt und ich finde das irgendwie interessant, also wenn man möglichst vielseitig ist, auch was den Musikgeschmack anlangt. Also ich finde es ein bisschen fad, wenn man sich nur auf eine Musikrichtung konzentriert, weil zum Beispiel südafrikanischer Hip-Hop ist fast genauso gut wie Mozart. Danke.